Servus Freunde, willkommen zurück zu RKS Rosenkreuz Stilette. Mit mir und mit Gitarrist Simon, einen alten Freund, der Hauptsache sinnfreies labert. Ja, also mit mir und mit ihm. Und so genau. Standby. Ich bin Onkel Wolf. Seht ihr wahrscheinlich auch auf dem Kanal oder was auch immer. Oder wer weiß. Der ist sehr bissig, aber keine Angst, der beißt nicht, der will nur spielen. Oder wer weiß, vielleicht hat ja Gitarrist Hero meine Videos in einer Playlist von sich aufgebaut. Dann guckt es natürlich auf seinen Kanal. Noch nicht, aber kann ich machen dahin. Also ja, noch habe ich gar nichts aufgebaut. Das Einzige, was ich aufgebaut habe, ist, egal, das dazu andermal, was? So. Okay. Eistussi, Schwertschlampe oder Normalo-Vibe? Was darf's sein? Ich würde jetzt die Zuschauer fragen, aber die können ja gerade schlecht antworten, weil bitte das hier sehen. Ist schon längst fertig. Ja, garantiert. Ich würde mal sagen, normal, hä? Normal. Grün. Sehr grüne Haare, das ist schon mal abnormal. Sichte Meister. Die Festungsstadt. Wie ist die Stadt? Und wir rutschen. Yeah, Spirit hier. Ja, rutscht im Regen herum. Mit dem nassen Klamotten fällt sich dann eine Lungenentzündung ein, liegt 3 Tage im Bett und währenddessen macht die Bösen alles kaputt, wie jetzt. Ja, oder sie legt sich erstmal in ein Spike-Bett rein. Ja, Stachelbett. Ja, genau. Wie heißt die Fakire, die das machen, oder? Ja. Ja, die genau. Die angeblich göttliche Macht bekommen haben, dass sie das machen können, aber das glaubt sowieso kein Mensch. Nebenbei stimmt das auch gar nicht. Ja! So ganz nebenbei muss ich da ein bisschen denken von wegen Glitschigkeit und so. Ja, der Regen, der lässt halt ein bisschen rutschig werden. Naja. Wir können selber auch unseren Regen produzieren, also. Ja. Oh, ein Itzelein. Und übrigens, da im Leben, links davon, da waren ja gerade diese Blöcke. Die kannst du mit Zornesbombe sprengen. So viel kann ich dir schon mal verraten. Habe ich mir schon gedacht, dass diese Bombe bestimmt zum Sprengen von irgendwas gut ist. So, das ist Mauer. Hilfe, ich ertrinke. Sieht aus wie eine Kanalisation hier. Sieht aus wie Toadman. Ja, stimmt. Ja, der hatte ja auch so einen Scheiß. Die arme Spirit hier wird. Was haben wir denn da? Den falschen Knopf. Ein E-Tank! Verschwinde! Toll. Yee. Komm raus! Oh, danke. So. Moment mal, wenn man das Teil aufladen kann, kann man es bestimmt auch mit anderen Dingen. Ich glaube, ja, okay, der Sturm jetzt nicht, aber der Rest müsste man aufladen können. Das hatten wir schon, dann gucken wir mal die Bombe. Kann man auch aufladen. Habe ich schon gesehen. Oh. Da hat sie mal ihre ganze Bombentasche entleert. Nur das verbraucht saftig. Macht nichts. Ich teste das sowieso erstmal. Die Zuschauer wollen vielleicht auch sehen. Oh, Toadman lässt grüßen. Fick mich. Schnecke kommt hier auch. Warum schieße ich eigentlich so dämlich? Warum schieße ich noch dämlicher? Ja, weil du dein Skill, keine Ahnung, wo der ist. Dann habe ich angetauscht, weil Spirit erstmal duschen geht. Als ob sie nicht schon eingeweicht genug wäre. Dann hast du abgewaschen, den Skill. Ich könnte jetzt wieder so einen dämlichen Witz machen, aber naja. Spirit ist feucht. Ja, das ist ja kein Witz, es ist ja so. Wenn sie im Wasser steht, ist sie feucht im Grunde. Nur das Problem ist, dass man das falsch verstehen kann. Ja, ich habe mir gedacht, da ich dieses Let's Play ohnehin schon irgendwie total seltsam drauf bin, da kann ich ja noch seltsamer drauf sein, ist doch jetzt auch schon egal. Ja, wir labern hier eh sowieso nur um den Scheiß hier rum, deswegen sind die jetzt eh nicht anders gewohnt. Scheiß muss nicht unbedingt uninteressant sein, er kann ja auch interessanter Scheiß sein. Ja, stimmt. So wie zum Beispiel die Tatsache, dass ich Scheiße in, Moment, wie war das, 10 verschiedene Varianten gibt. Und in 10 verschiedene Varianten? Ja. In, ja.
Karten, den dann in 10 verschiedenen Farben und 6 verschiedene Varianten. Irgend so etwas war das. Das habe ich noch nie gehört. Ja, das habe ich neulich auf YouTube gesehen. So die Top 10 ungewöhnlichsten Fakten über Scheiße. Also. Ja. Na gut, Slurry rein. Ja, da gab es zum Beispiel die Tatsache, dass Menschen auch lila Code von sich geben können. Aber warum haben wir so eine Scheiße überhaupt? Ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall die. Ja, die leiden dann an einer Krankheit. Den Namen der Krankheit habe ich natürlich vergessen. Oh. Aber da ist Text, ich muss mal lesen. The times may change, but injustice will always be a part of this world. Sichte. Mann, habe ich wieder viel Text. Vielleicht hätten wir tauschen sollen. Ja, wozu bin ich hier? Damit du nicht so viel dir einen ablabern musst. Und ich der Gearschte bin. Ich rede gern. Ja, ich auch. Aber meistens sinnfreies. Okay, weiter geht's hier. Never... Da bist du perfekt. Ja, never... Moment, schon wieder, verdammt. Nevertheless, this is the reason why people fight. Is it not? What are you getting at? My such an important fairy. I shall be a plant then. Tia, we are fighting for a place to belong. There is no shame in what we hope to achieve. Catfight. Wow. That doesn't change the fact that there are things you can and can't do. Are you saying that the weakling were justified in what they did to us? But if we dare them the same way, the circle will never end. Also, der Zyklus wird niemals enden. It seems we cannot see eye to eye. Oder wie TV Kaiser jetzt sagen würde, ein Teufelskreis. Falls du die Serie kennst. Eigentlich nicht, um ehrlich zu sein. Ach, schade. Musst du mal irgendwie in YouTube eingeben, vielleicht gibt's das. Sowas. Ja, kann ich mal machen. Das ist so eine Amateur-Talkshow, also... Wie war das noch schnell? Sakuya Itzayoi oder so? Ja... Flashman alias Sakuya in weiblich. Autsch. Toll, das fällt erst recht ab. Die Wabe macht mich hier alle und du bist einfach Schande. Sag nicht, ich hab nichts gegen... Du hast nichts gegen sie. Nur E-Tanks und den Buster. Halleluja. Na gut, sollte hinhauen. 5 Steinstücken in Form von Messern. Aber die erinnert mich wirklich an Sakuya Itzayoi. Oh, ein bisschen haben die gemeinsam, aber nicht vom Aussehen her. Vom Aussehen ganz gar nicht. Sakuya ist viel hübscher als diese. Das stimmt. Sicht ist ein bisschen hässlich. Vor allem ist Sakuya ein Dienstmädchen, also. Au. Sicht ist übrigens Grollers Meisterin. Deswegen auch Meister. Ja, genau. Also Groller ist ein Bodyguard oder so. Ja, ihre Schülerin, glaube ich. Du bist so eine Schlampe, verpiss dich. Jee! Okay, jetzt wird es ein bisschen übler als Sakuya. Moment mal, nicht übler. Sakuya war schlimmer. E-Tank nehmen, E-Tank. Oh, ich hab den falschen Knopf gedrückt. Ja, jetzt musst du mit 2 E-Tanks auskommen. Ich habe einen Energietank verschwendet, Leute. Wer ist schuld? Guitarist Simon. Geht auf seinen Kanal. Geht auf seinen Kanal. Schreibt ihm, ja. Du bist schuld. Schreibt mir Dislikes und Haterbriefe und was ihr noch alles habt. Schreibt E-Tank-Verschwender. Du dreckige. Du Hure. Nur Spiritia Durst, gib mir gleich einen E-Tank. Sie ist ein durstiges Mädel. Ist sie gar nicht. Sie soll durchschnurren. Sie soll durchschnurren. Aber ich habe sie auf die Hälfte runterbekommen. Okay, in Phase 2 sieht man, ist das hier
Also ab der Hälfte der Energieleiste beginnt dann Phase 2 und das ist dann so eine Akrophase, wo die ein bisschen schwierigeres Muster haben dann, die Bosse. Lisa ist sowieso den ganzen Tag über Akro drauf. Wahrscheinlich weiß sie nicht, von ihrer Meisterin an die Leine gelegt wurde. Oder wer? Nein, Moment mal, sie ist die Meisterin, die andere ist die... Ach, egal. Richtig, ist die Meisterin, genau. Wow, ich scheine auf einmal mein Skill wieder entdeckt zu haben. Beziehungsweise Ausbilderin. Ouch. Oh wow, jetzt geht's aber ab hier. Was, sie mit mir oder ich mit sie, obwohl das ergäbe keinen Sinn, weil beides dasselbe ist. Oh, ich finde, du kämpfst gerade gar nicht so schlecht. Reiß dein Maul nicht so weit auf. Dann nimm mal einen E-Tank, gönn dir einen. Ich hatte wieder den falschen Knopf gedrückt. Die durstige Spirit hier. Ach, die hat nicht durstig zu sein, die ist das ganze Level über nass geworden. Da hätte sie auch was saufen können. Schmeckt den. Sichte, that's enough. You really are strong. Ah, my boobs are back. Oh, da haben wir sie. Lady Sichte. Na gut, dann sprich du die. Ich wollte mal. Ja, ich spreche doch sowieso alle. Nein, lass mich Grolle sprechen. Ich habe schon die perfekte Stimme für sie. Have fun. Lady Sichte. Grolle. Mark my words, Spiritia. Sie hat den Text weggetan. I can't stay here any longer. Nein, ich muss Grolle eine andere Stimme geben, sonst habe ich Hals wieder von. Ist egal. Ich glaube, unsere Stimmen sind eh so schlecht, also ist es eh egal. Ich muss Grolle. Genau. Nein, das kann ansonsten keiner lesen. Okay, Grolla kam zu Hilfe. Aber die Knöpfe hat zum Schluss vor. Wird nur eine. Wahrscheinlich die übelste von allen. Freu dir Neuwahl mit einer Stage, die dir sicher Spaß machen wird. Mehr sag ich nicht. Freu dir Neuwahl. Mit einer schönen Stage. Oh. Die dir gleich viel Spaß macht, die Stage. Schnee. Wir haben Jänner. Ich hasse Winter. Ja, Schnee unterm Rock. Schneeengel Deluxe. Da geht es wenigstens leicht, sie legt sich einfach ins Umgehen und hat schon einen Schneeengel. Die muss gar nicht Beine bewegen oder so. Obwohl, das ginge ja gar nicht, weil da müsste sie ja ein so schweres Kleid anhaben, dass sie es kaum tragen kann. Ein so schweres Kleid damit, Ja, genau. Oh. Quick Man lässt grüßen. Ganz genau. Oh, E-Tank. Ja, Pech gehabt. Aber naja, zum Glück habe ich nichts gegen Quickman. Ich mag die Quickman-Stage. Ich mag die Laser gerne. Irgendwas habe ich getroffen. Das Teil. Ja, den Gegner. Den Zyklopen. Du musst doch links sliden. Links sliden. Oh. Schwer, wenn man mit zwei ist. Wahrscheinlich ist der irgendwo ein Loch. Nein, es kann. Geht gleich wieder anders, nicht? Habe ich nicht den Zeitstopper oder so? Ja, aber denk dran, eventuell kommt hier noch ein Boss. Die geplante Zukunft wird wahrscheinlich der Zeitstopper sein. Ja! Okay, da. Alles klar. Aber sind relativ einfach hier, die Laser. Okay, da runter, dann die nächste links, dann die nächste rechts, dann nochmal rechts und links. Jetzt lang fliegt mir einfach. Mann, habe ich ein Glück. Ich und meine große Klappe. Das war falsch, ja. Da musst du links rum. Ach nein, wirklich? Oh. Ja, hättest du nicht gedacht, ne? Der ist Simon, der Prophet. Okay, der. Genau. Ja, ich habe zu spät geschaltet. Ja, ich habe zu spät den Gang gewechselt. Ja, Laserspaß für Spirit hier. Bla. Obwohl, aber so schlimm ist das nicht. Ist einfach. Ja. Obwohl, ich glaube, diese Stage kenne ich auch noch von dem Mero oder so, was sich da aufgeregt hat und gesagt hat, nein, diese Scheiße oder irgend sowas. Aber naja. Keine Ahnung, ich guck nie Mero. Ich guck ihn, seitdem er mich grundlos geblockt hat, auch nicht. Das kann ich nur oft genug erwähnen, weil
Ja, mich nun mal bloß geblockt hat. Das finde ich total scheiße. Was hast du ihm denn geschrieben, dass er dich geblockt hat? Ich habe ihm geschrieben, dass ich seine Videos gut finde und ich habe ihm Gesundheit gewünscht, weil er mein Video genießt hat. Deswegen ist das ja so unverständlich und für mich. Und da blockt er dich? Ja. Deswegen ja. Ich habe zwar schon mit meinem anderen Kanal, denn ich habe ja noch einen anderen Kanal, da ist aber bisher nur ein Video oben, habe ich ihm zwar schon geschrieben, die ganzen Umstände, warum und weshalb. Aber er hat darauf auch noch nicht geantwortet, also nehme ich einfach mal an, dass er sich denkt, da fleckt mich am Arsch. Da lang, egal. Flüchten, egal was kommt. Schneller! Toll. Du kannst auch unten lang. Moment mal. Du kannst auch unten lang gehen. So viel kann ich dir verraten. Ist nicht gefährlich. Habe ich schon gemerkt, aber. Egal. Egal. Du musst sowieso nach unten lang gehen. Man kann auch oben lang. Schneller. Man schafft es auch mit oben. Habe ich auch schon geschafft, aber. Schwer wahrscheinlich. Unten ist es nicht gefährlich. Ja, bis auf ein paar Löcher, ein paar Fledermäuse. Und irgend so ein Augenzuklub, ja, den habe ich in Augenwinkel nicht gesehen. Schwinde wollte ich sagen. Lalalalala. Obwohl dieses. Oben müsstest du perfekt sliden, damit du an Geschwindigkeit gewinnst. Obwohl dieses Gebimse da, das erinnert mich irgendwie an Flashman. Weh. Ich wollte nicht Schaden nehmen. Wer will das schon? Gitarist Simon, der will das. Ich kannte, ja, genau. Ich kannte der will das immer. Welche Waffe haben wir jetzt nicht bekommen? Die geplante Zukunft hast du gerade bekommen. Also ja, aber ich will mal die anderen testen. Vielleicht bringt noch irgendwas. Wir haben ja mehr als genug versucht. Das stimmt. Balkon. Frei. Frei. I welcome you, Tia. Have you reconciled with your dedication, wie auch immer? Hast du deine Meinung geändert? You should be asking you the same. Ich sollte dich dasselbe fragen. Pity, I did not think you to be so foolish. Ich hätte niemals gedacht, dass du so, ja, närrisch. Dämlich, wie auch immer. Närrisch, dämlich. Why are you doing this? Tia, we've known each other since we were children, have we not? Ach so, die beiden waren Kindheits-Sandkastenfreunde oder so. Ja, aber Sandkasten sehe ich hier nicht, der Schneekasten, wenn schon. Ja. What's gotten into you, all of a sudden? So, Ellie, you haven't forgotten what happened to our home. Und ich habe jetzt nicht richtig hochgesprochen. Ja, was eben. Hast du schon vergessen, was mit uns zu Hause passiert ist? Tia! This without power choose to attack the spawn with anything more. Ja, sie hat ihren schwachen den Punkt getroffen. I'm glad I met you. Had I not, I would not be before you today. A world where everyone I care for can live in peace. That is all I have ever desired. Also, ich bin froh, dass ich dich getroffen hatte, denn wenn nicht, wäre ich natürlich nicht so, wie ich jetzt heute wäre. Still, that doesn't make it right. There's no way I could forget what happened back then. Text weg. But we can... As your power to protect people, to power itself isn't good or evil. Text weg, Mann. Ich drücke doch überall. It seems I cannot change your mind and change the text, weil du den Text immer so schnell wegdrückst. Ich kann das nicht. Ich drücke einfach nur kurz den Knopf da. Ist nicht. Ja, ich hab nur vorgelesen, was Freud ja gesagt hat. Die hat sich. Da schon wieder. I try. To den Text nicht so schnell wegdrücken. I try to press the button. Push the button. A foolish dedication.
You disappoint me. Also du enttäuschst mich. Also eine närrische Entscheidung, du enttäuschst mich. Ja. Sie spricht natürlich mich an. Sie ist enttäuscht von mir, dass ich den Text immer wegklicke, so wie jetzt gerade eben. I shall end your life with my own hands. Ich werde dein Leben mit meinen eigenen Händen beenden, wenn du noch einmal mich wegträgst. Ach was soll's, Leute. Guckt euch einfach von Gitarrist Simon den Text an, also als Let's Play, oder guckt euch einen Longplay an, oder keine Ahnung, irgendwas, wo ihr den Text lesen könnt. Auf jeden Fall bei mir gibt es nur 0815 Kommentare. Ja, ich habe dazu bisher ein Wolfspool gemacht, vielleicht jetzt play ich das nochmal, mal schauen. Logisch. Und das macht keinen Schaden. Hoppla, der Harnisch. Macht keinen Schaden, die Bombe. Oh, die kann man schmeißen. Geil. Kann man, aber ist ein bisschen, nicht so leicht. Na gut, mit der Bombe habe ich jetzt nicht wirklich getroffen. Ja, du warst ja schon tot. Schön, aber wenigstens kommen nicht die Dialoge nochmal, wenn man gestorben ist. Erst wenn man gegen Ober ist. Na gut, die Bombe. Okay, beim nächsten Mal würden wir die eh wegdrücken. So. Ich habe eine Idee. Wieder durch. Was ist denn das für eine Aktion? Oh, das macht ja schon gut Schaden. Ja, aber ich habe kaum eine Bombe. Dann nimm jetzt die geplante Zukunft. Ups, gespoilert. Scheiße, sorry. Die hätte ich jetzt sowieso genommen. Okay. Lalalala, Moment. Abbussi. Schnell irgendwas. Oh oh, das ist jetzt, ja. Ich habe nicht gesehen, was sie macht, aber ich habe keinen Bock drauf zu gehen. Schnell irgendwas zum Schützen. Hättest du den E-Thing nicht genommen, wärst du drauf gegangen. Ja. Autsch, da wird nur ein Stachel geblockt, das ist ja dämlich. Mua, knutschen. Ja, wegen dem Geknutsche. Freude. Ach, da stehe ich ja voll aus, Viritia, gib's mir! Okay. Mann, das Let's Play wird schon wieder in andere Richtungen gelenkt. Das ist erst ab 18 freigegeben. You become so much stronger, Tier! Oh, wieder schon so much Satz. Stronger! Yeah. Oh yeah! Willst du damit sagen, ich war vorher nicht so stark? Du stehst auf Schläge. It's my loss! Now finish me and kiss me! Moment mal, scheiße, wie rede ich denn da? Oh Gott! Okay, wieder sammeln, Leute. Und jetzt werden wir wieder mal richtig ernst. I can't do that. You possess so much power, yet you cannot do something so simple? Textwecker. This has nothing to do with ideals, Freund. Das hat nichts mit Idealen zu tun. Oh Gott, ey. If we let our self waver, even for an instant, we lost our place in this world. Instant kill. So kann ich vielleicht irgendwas anderes. Einfach vor, nein. Start, select. Ja, klar doch. Oh, da oben kann ich gut. That is something we can never change. Toll, den drücken. Und noch mehr. Oh mein Gott. Tia, you shouldn't at least know that much. Weißt du was? Ich glaube ich den ganze Zeit den Skip-Knopf gedrückt, dass ich den ganzen Text skippe und nicht den einfach weiter. Denn ich habe ihn auf B belegt, den Skip-Knopf, und den drücke ich immer, aber in Wirklichkeit ist der Weiterknopf das Y. If we lose your place, we can always make another one. Wir haben schon die Dreiviertel Geschichte übersprungen, aber erst jetzt kommt der Wolf drauf, den richtigen Knopf zu drücken. Whatever, it isn't in the Empire in Rosenkreuzstilette. We can always start over. But people are like that. People can be replaced. No matter where we go, I'll always find a place we can fit in. Sophistry! To protect something, you must make a sacrifice. Also, du musst ein Opfer bringen, um was zu beschützen. This is and has always been
It's the law of the world. You might be right, Troy. That may be the law of the world. Vielleicht sollte ich mal übersetzen, aber ich will jetzt lieber in Englisch vorlesen, ist intelligenter. But I can't accept that. I want. I want. That naivate, me by your fatal flaw. Fatal flaw. Oh, leck mich doch. Ja, ich hab ein bisschen verlesen hier. Fettel. Sebastian Vettel, so ein Rennfahrer. Ja. Fatal meine flaw. Meine Englisch-Skills sind so schlecht wie seine Spielskills. Also gut. Even so, I won't regret it. Meine englische Aussprache ist zumindest besser als wie meine Übersetzungskunst. So, das habe ich schon gelesen. The reason I fight, the fact that I love you to the others. Also dich und die anderen zu lieben. Ja, Gruppensex. These feelings are mine alone and they're irreplaceable. Gibt's mehr Spirit hier? Nur wenn die anderen auch dabei sind. Gruppensex, Gangbang. Do as you please. Ja, mach was du willst. Da freue ich mich. Ja, ich hatte schon lange keinen Gruppensex mehr. Ja, weil keiner will. Let's go, Lily. We don't have time to dawdle. Keine Ahnung. Dawdle. Einfach bisher, ne? Naja, die Tatsache, dass ich das alles mit Joystick spielen muss. Das sieht geil aus. Erinnert mich an die Needle Cannon aus Mega Man 3. Nehmen, dass das hier eine erweiterte Version ist. So. Ja, so ähnlich. Ja, brauchst du gar nicht gucken. Jetzt werde ich wohl hoffentlich über die erste Schlucht drüber kommen. Ja, hoffentlich auch über die zweite. So, Growler, safer. Wieder mit dieser epischen, mit dunklen Touch bestückten Musik. So, gucken wir mal, was ich in der ganzen Zeit rausgekonstellt jetzt gelernt habe in dieser. In diesen 2 Stunden oder wo wir spielen. Ungefähr. Obwohl das meiste der Zeit ja meistens Gelaber war. Ja. Aber Moment mal, ich muss mal einen Test starten. Okay, wie ich erwartet hatte, dann habe ich einen Plan. Das ist gut. Das war eigentlich nicht mein Plan, aber... Autsch, der hat mich letztes Mal nicht getroffen. Vor allem der Freundstachel verbraucht nicht viel. Ja, wie die Needle Cannon aus Mega Man 3, die verbraucht ja auch nicht viel. Na, stimmt. Maschinengewehr, au. Kannst du Mega Man 3 durchspielen, ohne Schaden zu nehmen? Konnte ich mal, aber jetzt kann ich es wahrscheinlich mittlerweile nicht mehr. Weil welche Bosse ich bei Mega Man 3 nicht kann, sind die Dock-Robots. Welche Dinger? Die Dock-Robots, das sind die Roboter, wo die Mega Man 2 Bosse reingehen. Also Needle Man konnte ich früher ohne Schaden. Sehr gut sogar, das war immer der, den was ich als ersten genommen habe, weil ich Needle Man einfach am besten konnte. Als Kind konnte ich ihn früher überhaupt nicht, aber irgendwann habe ich ihn mir so sehr vorgenommen, dass ich der einzige von uns Brüdern war, der ihn schaffen konnte. Ohne Probleme. Wenn meine anderen beiden Shadowman ist auch nicht so schwer, ne? Was? Shadowman ist ein Arschloch. Mit der Top. Den kann man auch gut mit dem Buster fertig machen. Shadowman ist eigentlich einfach. Naja, mit der Topman-Waffe auf jeden Fall. Da ist er fast. Ne, ich meine auch mit dem Buster. Finde ich nicht. Weil für mich ist Shadowman immer noch eine ziemlich harte Sau. Ja, wenn man ein bisschen konzentriert bleibt, dann passt das schon. Das war knapp. Habe ich gerade ein Herzkasper bekommen. Hätte fast schon Spirit hier am Spieß gegeben heute. Ja, aber das will keiner essen. Das wird weggeschmissen. Das bekommen die Leute in der dritten Welt. Aber was mich interessieren würde, hast du denn auch die Bosse alle No-Hit geschafft, die Mega Man 2 Bosse in Mega Man 3? Das waren ja die Dock-Robots da. Zum Beispiel,
wie gab's denn alles? So Ärmen und ja, so? Ja, weiß ich. Zu meiner besten Zeit habe ich sie alle Buster und Lino Hit geschafft. Aber... das ist schon gut. Aber die beste Zeit liegt leider hinter mir, weil ich Mega Man 3 lange nicht mehr gespielt habe. Hoppla. Okay, jede Waffe. Gegen Groller Seefahrt. Na, du musst eigentlich nur überlegen, welche Waffe hast du schon genommen? Die Waffen, die schon gewirkt haben, können es ja nicht sein. Wir kämpfen doch nicht so, oder? Okay. Na, mach dir mal keine... Der Stachel könnte es sein, das Wasser könnte es sein. Ja, nur Stachel und Wasser eigentlich. Und die Bombe hat auch noch gegen keinen geholfen. Doch, gegen Freudia. Nein, aber das die Freudias richtige Schwäche ist die geplante Zukunft. Toller. Sprichst du Groller? Ja, weil ich mir noch eine Stimme für sie ausdenken muss. Okay. Groller. Wow, this Killer Instinct. Ja, auf Kanal von Tinkle Wolf, Killer Instinct, No Death Run, zur Werbung ganz nebenbei. Habe ich übrigens auch gemacht, sind die einzigen Videos, die ich mir von mir auch angucke. Weil ich meine Stimme irgendwie nicht mag, wenn ich sie so höre. Aber naja. I've been waiting for you, Spiritia. Stop this already. Steal your tongue. Also hüte deine Zunge. I shall out your gun. Here now. My time will not be waste. And the words of the Empire Langdong. Hey! Tia doing what she thinks is right. The Empire is got nothing to do with it. Groller, I'm not sitting with the Empire. Even so, there's got to be better way to make everyone happy. Silence, traitor. God, traitor. Grollschwert's blade shall be bathed in your blood. Uje, ich werde dir sau hart. Das war's natürlich. Ach, nicht. Ich teste einfach mal mit der Waffe ist the easy. Autsch, war's natürlich auch nicht. War's das jetzt? Ich hab nicht hingeguckt. Ja. Au. Au. Oh, gerade noch. Hast du ein Glück? Ich hab immer Glück. It's over. Finish me. I never wanted to kill you in the first place. You expect me with life with such disgusting disgrace. Meistering. Sichte. Stand down, Gola! Victory is hers! Lady Sichte. Tia, I pray for your suckers. Suckers. Success. Success. Lackflash grad. We did it, Tia! Yeah, let's get moving. Let's get moving. Come ich krieg kein Lackflash irgendwie. Naja, naja. Oh Gott. Mein Let's Play ist schon irgendwie zum Lachen. Ja. Ich muss die ganze Zeit mein Lachen unterdrücken. Sonst schaffe ich's nicht mehr. Natürlich jetzt am Ende. Ganz genau. Item 1. Und da ist das Passwort. Und da ist so ein hässlicher Kerl. Ich wette, yes, bitch! Ich wette, das ist dieser eine da, dieser, wie hieß er? Graf Michael Zeppelin. Ja. Naja, aber so als diesen amüsant, sympathisch sehenden Staubsaugerverkäufer gucken wir uns beim nächsten Mal an. Staubsaugerverkäufer, kommst du jetzt darauf? Ich weiß nicht, stell dir mal vor, es klingelt an deiner Tür oder es klopft an deiner Tür und du öffnest auf und auf einmal steht so ein Kerl vor dir, der dir Staubsauger anbrennen will. Da mach ich die Tür direkt wieder zu! Also ich glaube, ich will den Staubsauger abkaufen, aber nur damit der dann verschwindet. Oder so. Also das war Rosenkreuz, der Leib der Freudenstachel. Bis zum nächsten Mal, pfiat euch.